Okay, das kam unerwartet. Ja gut, nice. Dann habe ich, mich doch geirrt. Übrigens können wir mal... Ach so, lol. Ja, das ist vom Spiel, dieser Nebel. Okay, das heißt, es gibt doch keine Bomben hier, sondern erst später. Das heißt aber, wir haben schon mal zwei Orte, wo wir dann hin können, sobald wir mal Bomben kriegen sollten. Ding, ding. Oh, okay. Feuerpartikel, die aus Eis rauskommen. Heißt das ein unterirdischer Vulkan? Oh! Oder schmilzt einfach. Okay. Auch gut, aber wo war das jetzt? Hier? Wait a minute. Also da kam ich her. Ich würde gerne nochmal da hinten gucken, bevor wir da durchgehen. Huch, Trades left. Okay, hier kann ich irgendwas rein. Ah, soll das heißes Wasser sein? Oh, cool. Was ist das hier immer für ein Gerüst? Soll das später ein Signpost sein, dass man irgendwie sehen kann, beziehungsweise wo man ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, hier können wir auch. Also wir können das alles später auftauen. Da hinten ist noch ein Eiszombie. Ich werde mich hier erstmal umschauen, bevor ich da durch diese eine Höhle gehe. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, Coin. Hä? Wo ist denn der Unterschied? Es ist einfach beides die gleichen Coins, aber andere Sprites, okay. Vielleicht sind die auch unterschiedlich wert. Das kann auch sein. Wobei, das linke sieht mir eher nach einer neueren Version aus und das andere eher nach einer älteren, weil da auch ein Pixelfehler drin ist, wenn man mal ganz genau schaut. Hier an dem Rand. Da ist noch wieder was für Bomben. Gut. Oh, okay. Zerstörtes Haus. Hey, wer bist du denn? Seeking shelter from the cold as well? Sadly, this old shack won't do much good in that regard. People used to live in this area, but ever since the freshwater wells froze over time, over, they left, or worse. Even the waterfall, once a wellspring of life, froze completely, meaning you can't even access the old waterway anymore. Ja, okay, also es ist alles zugefroren. Come to think of it, the people of Karth used to produce a powder that could supposedly fight even the bitters of cold. Ja, also es gab ein, okay, Puder, was die Kälte quasi besiegt hat oder der Kälte getrotzt hat. Too bad that recipe got lost to time. Ja, also auf jeden Fall, ne, das hier ist jetzt quasi eine zerstörte Hütte, um sich vor der Kälte zu schützen. Das soll dann wahrscheinlich so ein bisschen Eis oder Kristalle darstellen. Und die Bewohner sind entweder geflohen oder halt erfroren, wegen dieser unerbittlichen Kälte. Als ob. Ah, Clipblöcke. Schade. Okay. Das verstehe ich schon eher, dass man hier Clipblöcke hinmacht, aber ne, man kann es theoretisch auch einfach eine Ebene höher bauen und kann sich das dann schenken. Okay. Was geht hier ab? Ich glaube, hier sollte man nicht sein, aber ich bin gerade mal neugierig. Was es hier gibt? Lol. Ja gut, also er hat ein paar Out of Bounces auf jeden Fall schon gefixt, aber wie man sehen kann, gibt es so Leute wie mich, die es dann irgendwie doch hinkriegen. Also es ist auf jeden Fall ein Out of Bounce, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wird wahrscheinlich noch gefixt. Kann ich hier auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat er geschrieben wegen Bugs oder so, dass man ihm schreiben sollte? Bunch of Bug Fixes? Nö, okay, aber ich weiß nicht, werde es ihm auf jeden Fall schreiben oder vielleicht wird er ja auch. Vielleicht wird er ja auch das Video sehen und es dann bemerken oder so. Wo geht's hier lang? Übrigens sollte ich hier noch, sollte man hier vielleicht noch einen Ladebildschirm hinzufügen, dass man das eher sieht. Und ich denke so, dass man sich jetzt irgendwie verbuggt hat oder so. Also es könnte ein bisschen schneller laden oder zumindest einen kleinen Effekt geben, dass man weiß, dass gerade was geladen wird. Wir sind jetzt hier anscheinend in den Lost Woods. Diddle. Okay. Ich weiß halt übrigens gar nicht jetzt genau, was ich machen soll, ne? Also ich muss dieses Puder finden und ich muss, ha? Ich muss dieses Puder finden und ich muss, Bomben finden. Gut.
Aber cooler Transitioning-Effekt auf jeden Fall. Ich glaube, das macht Zelda Adventure ja so ähnlich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sei mir die Tour nicht vergönnt. Okay, aber die Frage ist jetzt, kann man das schnell genug schaffen, an diese Tour ranzukommen? Beziehungsweise... Ah, schade. Okay. Ich weiß ja nicht, wie schnell dieser Teleport funktioniert. Aber egal, lassen wir das mal. Okay, die respawnen nach einer Minute. Müssen wir wahrscheinlich da lang jetzt hier. Ja, tatsächlich. Dann ist hier wahrscheinlich wieder... Ja, also immer, wo die Gegner spawnen, ist dann quasi ein Bad Way. Gut, dann heißt es hier also nach links und dann müssten wir jetzt eigentlich fast schon da sein. L? Take den L, aber wir haben kein L. Mann, okay, gut. Das heißt also, wir brauchen erst ein Item dafür. Das heißt, wir kommen ja ohnehin nicht weiter, würde ich jetzt mal behaupten. Na, schauen wir uns erstmal hier um. Hä? Achso, Slime Core. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade schon, hä, habe ich jetzt irgendeinen Kristall oder so bekommen? Aber nee, das ist nur vom Slime gedroppt. Aber ich finde schade, dass man auf diesen Rosenblättern nicht springen kann. Was geht hier ab? Ist das ein Dungeon? Das ist nur Deko. Oh lol, als ob. Haha, okay, das ist ja nice. Oh, da hinten ist so ein Pilz. Was geht ab, ey? Ein bisschen Straven hier und da. Was geht hier ab? Venturer to the Ruins of Karth. To claim what is yours, only then will you be able to enter the Tower of Trials and prove themselves worthy. Thine selves? Okay. Also, um diese Ruinen betreten zu können, um zu nehmen, was uns gehört, müssen wir uns irgendwie proven. Beziehungsweise, also hier soll irgendwas erscheinen, aber dafür müssen wir als erstes in den Ruinen uns quasi beweisen. Das heißt, ja, ich gehe mal davon aus, dass es dann da sein wird. Warte mal, ich kann doch hier bestimmt abkürzen, oder? Ja. Lol, wie assi. Als ob. Och, come on. Ist ja mies. Ich komme hier nicht mehr zurück. Ey, yo, what the hell? Ich komme hier echt nicht mehr zurück. Meine Sprungskills sind nicht vorhanden. So, jetzt aber. Oh, shit. Bro. Wie kann man... Schafft man diesen Sprung? Ja, doch. Okay. Damn. Das war nicht... nicht gut von mir. Aber dass das Wasser auch nicht geklappt hat, ne? Nee, da ist ein Pilz. Da können wir einen... Knopf drücken. Ich sage, machen wir das doch mal. Lol, okay. Ah, ist das vielleicht der Eingang jetzt für die Ruinen? Dass wir uns jetzt erstmal proven müssen, um erstmal überhaupt hier reinzukommen. Spinnen sind übrigens tags nicht aggressiv, außer man greift sie einmal an. Ah, okay. Oh, tschüss. Okay. Nice. We take that. Okay, das heißt, es gibt drei verschiedene Arten von Münzen. Jetzt checke ich das quasi. Kupfer, Silber und Gold. Ja, okay. I see. Aber dann sollte man die auf jeden Fall vielleicht nochmal benennen, dass man die entsprechend dann besser zu verstehen weiß. So, ne? Bronze Coins, Silver Coins, Gold Coins. Wäre vielleicht ganz gut. Das sieht so aus, als ob man da in die Ruinen reinkommen würde. Aber ich würde gerne mal wissen, was das da für ein Pilz ist. Hallo. Schere. Okay, das heißt, wir können das später harvesten. Good to know. Ja, also wir haben jetzt entweder da den Turm vor uns oder das hier. Ich würde als erstes erstmal dahin gehen. Seems to be broken. Okay, das heißt, das wird auch noch später relevant. Ich weiß jetzt halt nicht, ob hier irgendwo in diesen Wäldern noch ein Geheimnis ist. Hello. Bist du auch wieder so stark wie der Boss gerade? Nein, okay. Du bist schwächer.
Was erwartet uns denn hier oben? Achso, lol, das war von dem Fail. Da war ich ja schon. Hier sind nur zwei Wölfe gespawnt. Ja, gut. Okay, aber sonst ist alles gut. Ja, also kann sein, dass hier irgendwo noch vielleicht ein paar Secrets sind. Aber sieht zumindest nicht so aus. Auf dem ersten Blick sehe ich zumindest nichts, was jetzt irgendwie besonders wirkt. Und zumal wir eh Bomben wahrscheinlich für die meisten Sachen brauchen. Lol. Ich gehe einfach mal hier lang.